Rund um Nürnberg präsentiert den Run-Podcast mit Alban Imeri. Hi und herzlich willkommen zu Run Nummer 10, also sozusagen ein kleines Mini-Jubiläum heute, und ich freue mich sehr, dass Oliver Förschner heute zu Gast ist. Wer Nürnberg feiern gehen will, kommt nur schwer an einer seiner Locations vorbei. Inhaber vom Gemein und Gefährlich, Resi-Club, Rosi Schulz, die Bombe und natürlich das Nürnberger Aushängeschild. Das mach eins. Olli, servus. Servus, grüß dich. Ich muss zugeben, auf die heutige Episode habe ich mich dann doch doppelt gefreut, weil, wie manch einer vielleicht weiß, kennen der liebe Olli und ich uns ja auch schon ein paar Jährchen und arbeiten auch schon sehr lange erfolgreich zusammen. Für die, die es nicht wissen, wir machen Veranstaltungen im Mach 1 und deswegen natürlich doppelt cool, dass du heute hier dabei bist. Ja, Olli, erzähl mal, wie geht's dir im Moment so ganz ohne Clubbing? Ja, man kann es dir vorstellen, im Moment ist natürlich für uns, also sowohl für mich privat, aber auch für uns geschäftlich eine etwas schwierigere Zeit. Ich vermisse es einfach privat, im Club zu sein oder auch auf anderen Veranstaltungen zu sein, auf Konzerten zu sein, im Fußballstadion zu sein, wo auch immer. Und geschäftlich ist es ja bekannt, dass das Nachtleben da wohl ganz hinten ansteht, was ja Wiedereröffnungen betrifft. Und wir haben auch keine konkrete Perspektive. Also da gibt es ja keine wirkliche Zeit oder keine Zeitschiene, die genannt wurde. Mhm. Und insofern, klar, da bleibt uns nur abzuwarten. Ja. Bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen, lass uns noch kurz über dich und deinen Werdegang sprechen. Jetzt kenne dich viele ja als Geschäftsführer der ganzen Clubs und Restaurants. Aber was viele ja nicht wissen, du hast an der ARD ZDF Medienakademie deinen Abschluss gemacht und bist seither als Kameramann auch tätig, auch für die Bundesliga, oder? Ja, also ich habe, um das mal kurz zu erklären, meine Ausbildung als Mediengestalter Bild und Ton dort gemacht und viele, viele Jahre, also auch heute noch, als freier Kameramann gearbeitet. Und unter anderem viel für Sport 1 gemacht, also sprich 1. FC Nürnberg, Greuther Fürth, Heimspiele. Mhm. Dann hat ja vor einigen Jahren Sport 1 die Rechte an der zweiten Liga nicht mehr erworben und somit ist das dann für mich passé gewesen. Okay. Dann bist du ja doch recht jung, sei jetzt mal Geschäftsführer Mach 1 geworden, zu einer Zeit, bei der Clubbing an sich ja noch einen ganz anderen Stellenwert auch hatte, sage ich jetzt mal, wo sich die Leute noch richtig schick gemacht haben und du jetzt wirklich auch Angst haben musstest, kommst du jetzt rein, wenn du nicht total schick angezogen bist, das ist ja heute gar nicht mehr so. Aber jetzt mal rückblickend, sag mal ein paar Worte dazu, wie bist du da reingerutscht und wie behältst du die Zeit damals in Erinnerung? Na, ich habe auch ähnlich wie ihr als Partyveranstalter gearbeitet und da in verschiedensten Clubs, jetzt gar nicht nur in Nürnberg, sondern, sag ich jetzt mal, in Süddeutschland Partys gemacht, auch Studentenpartys, verschiedenste Motto-Partys, was auch immer. Mhm. Und klar, dann lernst du halt so im Laufe der Zeit diverseste Clubbetreiber kennen und ja, mein damaliger erster Geschäftspartner im Mach 1, ja, hat mir damals dann eben angeboten, Anteile der Firma zu kaufen und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, leist du dir mal ein bisschen Geld und probierst es mal. Und ja, ich denke, das war so ein ganz guter Start in die Clubbetreiber-Geschichte. Okay. Ja, um was für eine Summe geht's da? Kannst du das erzählen? Oder? Ah ja, das behalten wir für uns. Sag ich dir dann, wenn du den Rechner hier ausgeschaltet hast. Okay. Ja, und das Mach 1 war und ist ja in Nürnberg durchaus auch dafür bekannt, dass immer wieder Stars zu Gast sind. Ich erinnere mich da an ziemlich krasse Nächte mit Chainsmokers, Materia, Sido war mal da und so. In all den Jahren, was war da so die coolste oder auch verrückteste Story, an die du dich erinnerst? Ja, ich meine, da könnte ich jetzt wahrscheinlich viele lustige Stories aufzählen. Eine coole Sache, die gleich am Anfang oder so nach einem Jahr, als ich dabei war, passiert ist, war die da war die Bravo Super Show in der Arena, war es, oder in der Frankenhalle, kann ich mich nicht mal genau dran erinnern, mit tausenden Stars, Til Schweiger und wer war da alles dabei, Bushido, okay, und halt alle möglichen deutschen Stars. Und da haben wir den Club dann exklusiv an die Bravo vermietet. Die haben da die Aftershow-Party gemacht und da kam es dann irgendwie zu einer Schlägerei zwischen Bushido und, ich glaube, irgendeinen von den Ochsenknechts. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Irgendwie eine kleine Rangelei, was auch immer da genau passiert ist, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, was dann für uns ganz cool war, du kennst ja die bei den Bushaltestellen, diese Zeitungs von der Bild-Zeitung und von den Nürnberger Nachrichten. Und dann war halt als Schlagzeile irgendwie Rüpel, Rapper, Bushido schlägert im Mach 1
ganz groß auf allen Bildzeitungskästen in ganz Nürnberg oder vielleicht sogar Franken. Das war halt für uns eine coole Story so. Ansonsten vielleicht noch so eine kleine, ja, ich sag's jetzt mal, Negativ-Anekdote war, ich glaube 2010 müsste es gewesen sein, da hat Sebastian Ingrosso das zweite Mal im Mach 1 aufgelegt. Damals absoluter Superstar, Swedish House Mafia, total gehypt und so. Dann hat er das zweite Mal halt eben bei uns gespielt, er war 2 Jahre davor schon mal da. Mhm. Und da gab es irgendwie ein technisches Problem mit dem DJ-Pult oder mit dem Mischpult. Und dann hat er sich geweigert, weiter aufzulegen und hat nach 10 Minuten, obwohl wir die volle Gage bezahlt haben, schon vorab, hat sich geweigert, weiter aufzulegen, obwohl das überhaupt kein Problem gewesen wäre. Es ist wie jetzt, ich meine, du kennst dich aus, du weißt, wie es mit dem DJ-Pult funktioniert. Ich versuch's jetzt mal einem Laien zu erklären. Stell dir vor, du mietest einen A6 und der funktioniert nicht und dann gibt man dir einen A4 als Ersatzauto und dann sagst du, ach, damit komme ich jetzt leider nicht von A nach B. Okay, krass. So ungefähr, kannst du dir vorstellen. Da war natürlich der Shitstorm riesengroß und alle wollten natürlich ihr Geld zurück, haben wir natürlich auch zurückbezahlt. Wir haben die Gage natürlich trotzdem bezahlen müssen, die war eh schon vorab bezahlt. Okay. Ja. Das war, es gibt natürlich auch nicht nur coole Geschichten, sondern halt auch solche Stories. Klar. Krass, okay. Seit Jahren gibt es ja jetzt nicht nur in Nürnberg, also generell in ganz Deutschland, so das Disco-Sterben, nenne ich es jetzt mal, so Großraumdiskotheken sind generell von der Bildfläche verschwunden. Dann kam auch noch irgendwie so ein Bar- und Shisha-Café-Hype dazu vor ein paar Jahren, das nochmal Gäste gekostet hat. Und vor allem in der Nürnberger Disco-Landschaft hat das ja auch die großen Diskotheken, sage ich jetzt mal, schon mächtig ausgedünnt, eine Nachtschicht, ein Planet, das alte One am Plärrer, eine Bar 77 und so weiter. Was würdest du sagen, woran liegt es, dass diese Clubs da, dass das so stark nachgelassen hat? Also grundsätzlich würde ich es nicht als Sterben bezeichnen, sondern eher vielleicht als Umverlagern. Mhm. Als ich nach Nürnberg gezogen bin, da war es so, da war die Innenstadt tot, ja. Da bist du am Wochenende durch die Innenstadt gelaufen und es war eigentlich nichts los und es war eigentlich ein ziemlich trauriges Bild, fand ich. Und du musstest, keine Ahnung, irgendwo außerhalb fahren, halt ins Planet raus, in irgendwelche Industriegebiete raus. Teilweise sind Leute nach Schwabach gefahren oder ins Trend Postbauer Hängen oder was weiß ich wohin. Also haben sich weit aus Nürnberg, selbst Nürnberger haben sich aus Nürnberg rausbewegt, um feiern zu gehen. Und wie gesagt, die Innenstadt, die war ausgestorben. Und ich denke, das ist einfach eine Geschichte, wo sich das Feiern umverlagert hat von den Industriegebieten in die Innenstädte. Das, glaube ich, kann man nicht nur in Nürnberg beobachten, sondern überall in Deutschland, vielleicht sogar auf der ganzen Welt, das weiß ich nicht. Und das finde ich grundsätzlich ja eigentlich eine positive Sache, dass die Innenstädte belebt sind und man von Bar zu Bar, von Club zu Club laufen kann. Und ich glaube nicht, dass irgendwas beim Feiern wegstirbt. Das wäre traurig. Ich glaube, die Leute werden sich das Feiern nie nehmen lassen. Feiern wird es immer geben, solange wir leben. Und ich glaube, das ist eher ein Umschichten. Mhm. Und Großraumdiskotheken, ich meine, wird ja alles irgendwie ein bisschen kleiner und klubbiger und so. Was glaubst du, woran liegt das, dass es die Großen nicht mehr gibt? Ist das einfach nicht mehr lukrativ oder wie kann man sich das erklären? Ja, wie gesagt, das Umschichten beziehe ich auch darauf, dass es vielfältiger wird. Statt vielleicht 3 großen Großraumdiskotheken gibt es jetzt halt, keine Ahnung, 15 kleine Clubs. Die Leute mögen, denke ich, auch so dieses Vielfältige oder mal von Club zu Club wandern zu können, nicht in eine Diskothek zu gehen, Eintritt zu bezahlen und da 5 Areas zu haben, sondern lieber so, bist dann irgendwie in einer coolen Innenstadt, bist was essen, gehst danach noch in eine Bar auf einen Drink und dann hast du halt die Option, noch in ein paar Clubs zu schauen oder wenn es dir irgendwo gefällt, bleibst du, wenn es dir nicht gefällt, ziehst du halt weiter. Also ich glaube, das ist einfach so der Zeitgeist. Ja. Jetzt bist du ja schon ein paar Jahre dabei und wir hatten es auch vorhin mit den Stargästen im Mach 1 und so weiter. Wie kann man sich das vorstellen? Was kostet jetzt ein Materia oder damals der Ingrosso, was kostet das ungefähr, wenn man den jetzt buchen will? Ja, man muss sagen, die Preise, die sind natürlich in den letzten Jahren extrem nach oben geschossen, also halt auch bedingt natürlich durch die ganzen großen Festivals, die sich auch immer größer entwickelt haben. Beispielsweise Tomorrowland ist ja auch so jetzt von der Musikrichtung das, was wir lange Jahre gebucht haben. Ja, also wir haben ja ganz viel Hardwell, Swedish House Mafia, Chainsmokers etc. gebucht. Und in der Zeit, wo wir das gemacht haben, so vor, keine Ahnung, 5 bis 10 Jahren, waren wir ja wirklich einmal im Monat mit einem bekannten DJ am Start. Da lagen die Preise so, ja, unterschiedlich. Also wir hatten ja auch zum Beispiel mal Avicii, der war da ganz jung, der hat da vielleicht
Das war ganz am Anfang seiner Karriere, da hat er vielleicht 2000 Euro gekostet, das war halt ein Glücksgriff, da war der aber auch noch nicht bekannt. Okay, ja. Hingegen ein Hardwell, der zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn gebucht hatten, das war 2012, glaube ich, da war der schon bei roundabout 20.000, würde ich schätzen. Und ja, so die Preise sind dann immer weiter gestiegen und irgendwann kommst du halt dann an den Punkt, wo du als Clubbetreiber sagen musst, okay, jetzt überlasse ich das Spielfeld den Festivalbetreibern und ja, klar, da kannst du dann irgendwann halt nicht mehr das Ganze lukrativ gestalten. Ich meine, das ist selbst bei einem Gagenpreis von 20.000, dann kommen ja noch Nebenkosten, Hotel, Reise etc. dazu. Selbst da ist es ja schon extrem schwierig, das Ganze irgendwie zu finanzieren und zu stemmen, aber wenn es dann noch weiter in die Höhe schießt, dann musst du halt irgendwann passen und sagen, okay, jetzt können wir da nicht mehr mithalten. Und ja, sozusagen ist es dann heutzutage im Endeffekt so, dass in fast keinem Club in Deutschland du eigentlich noch große DJ-Namen präsent hast. Ja, ja. Jetzt hast du dir mit deinem Team ein richtiges Imperium aufgebaut, vor allem jetzt auch zu den Clubs dazu, das Travolta-Restaurant in der Adlerstraße oder das Café Lebemann. Wie viel davon bist jetzt noch wirklich operativ du? Du meinst jetzt im Sinne von, dass ich im Laden bin und genau, ja, quasi am Gast dran? Ja, da muss ich sagen, da bin ich schon sehr in den Hintergrund gerückt. Also mein Part ist eher so, hat sich immer mehr in Richtung Marketing entwickelt. Mhm. Auch wir haben ja dann vor 2 Jahren noch die Social Media Agentur Nachtaktiv gegründet und mein Part ist eher so das Marketing oder auch so die Eventkonzepte. Natürlich immer zusammen mit meinen Jungs, nie irgendwie alleine. Ja. Aber jetzt rein operativ in den Clubs oder im Restaurant stehen dann halt unsere Betriebsleiter, die da einen tollen Job machen. Das, du sagst es ja vorhin so, du bist jetzt jemand, der agiert gerne ein bisschen im Hintergrund, bist jetzt auch keiner, der, sage ich mal, irgendwie sich da super profiliert als Chef und mit dem Porsche vor der Tür parkt oder so. Ist das etwas, wo du sagst, das wolltest du schon immer so handhaben oder entwickelt sich dann sowas irgendwie, wenn man sagt, okay, man ist jetzt schon ein paar Jahre dabei, ich brauche das jetzt nicht unbedingt? Boah, das habe ich noch nie gebraucht, also weder am ersten Tag noch heute. Okay. Das bin ich auch nicht, das wäre ich auch nicht und ich denke, Das passt schon so. Okay. Ja. Jetzt muss man ja sagen, dass innerhalb der sowieso schon recht gebeutelten Gastrobranche die Clubs natürlich besonders betroffen sind von der ganzen Corona-Pandemie und wahrscheinlich als allerletzte den Betrieb wieder aufnehmen dürfen. Wie hart trifft das euch jetzt mal ganz grob? Wie kann man sich das vorstellen? Was für eine Summe geht da verloren? Boah, das ist jetzt auf eine Summe zu definieren, ist natürlich fast unmöglich, weil ja, da müsste man jetzt einmal hergehen und sich wirklich ausrechnen, was hätte man denn in dieser Zeit, die man jetzt geschlossen hat, wirklich an Umsatz beziehungsweise an Gewinn gemacht. Mhm. Das ist natürlich auch so ein bisschen in die Glaskugel schauen. Also für uns ist es eher so, wir versuchen unsere Fixkosten so gering wie möglich zu halten. Und was für uns der größte Part natürlich sind, sind die Mieten. Wir haben alle Objekte in absoluter Top-Lage. Ja, ja. Somit zahlen wir auch Top-Preise, was die Mieten betrifft. Und alle anderen Fixkosten haben wir nahezu auf Null stellen können. Also mhm, nahezu, klar, gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die kriegt man nicht ausradiert. Aber im Endeffekt geht es bei uns darum, irgendwie die Fixkosten so weit wie möglich runterzudrücken auf die Mieten und dann irgendwie zu schauen, dass wir das, egal wie lange es jetzt halt noch dauert, irgendwie stemmen können. Ich meine, es gibt staatliche Hilfen, die haben uns natürlich auch was gebracht. Es wird auch weitere staatliche Hilfen jetzt geben, mhm, für die Überbrückung. Und wir sind auch natürlich dran, mit den Vermietern irgendwie ein Entgegenkommen irgendwie zu finden. Da gibt es jetzt auch noch nichts Konkretes, aber da kommt uns vielleicht auch der ein oder andere entgegen. Und ja, ich denke, jammern bringt jetzt da ja auch nichts. Ich bin jetzt auch kein Mensch, der irgendwie jeden Tag aufsteht und sich über Sachen aufregt, die er eh nicht ändern kann. Ich versuche eigentlich eher jetzt in die Zukunft zu schauen und irgendwie, das kann ich beeinflussen. Ich kann nicht beeinflussen, wie lange jetzt Corona noch dauert oder es Corona gibt. Ich kann eher beeinflussen, dass es, wenn es dann irgendwann vorbeigeht, wieder cool weitergeht und die Leute wieder feiern gehen können und ich glaube, die Leute sind heiß drauf. Jeder freut sich auf den das Tag 1. Ja. Das glaube ich auch. Ja, da freuen wir uns auch drauf. Ja, cool. Ist ja auch durchaus kontrovers, die ganze Geschichte. Ich unterhalte mich auch viel mit Leuten, die dann sagen, okay, Clubbing wird jetzt verboten, aber wenn dann irgendwie Tausende von Leute irgendwie demonstrieren gehen, dann scheint es auch in Ordnung zu sein.
Und wo stehst du da in der Debatte? Wie siehst du das? Ja, schwer zu sagen. Ich meine, ich glaube, in Ordnung zu sein scheint es nicht, mit Tausenden von Leuten zu demonstrieren. Das wird halt in irgendeiner Form geduldet, weil die Politik natürlich auch sagt, okay, Meinungsfreiheit ist ein wichtiges Grundrecht. Clubbing ist wahrscheinlich kein Grundrecht des Menschen. Insofern, ich glaube jetzt nicht, dass es in Ordnung ist. Das wird halt in irgendeiner Form geduldet. Klar, da wird es auch Maßnahmen geben, das polizeilich irgendwie einzugrenzen oder zu unterbinden. Sicherlich nicht so stark wie das Partyfeiern. Ich denke, grundsätzlich ist das schon in Ordnung. Und wie gesagt, dass es Corona gibt, da kann keiner was dafür, da kann kein Politiker was dafür, kein Polizist. Jeder macht da nur seinen Job. Ich glaube, alle weltweit oder auch vor allem in Deutschland versuchen, das Beste zu leisten, dass es irgendwie so schnell wie möglich vorbeigeht und dass wir da so gut wie möglich durchkommen. Und ich denke, deswegen, man muss versuchen, positiv zu sein und schauen, dass es dann halt hoffentlich bald weitergeht. Hoffentlich bald weitergeht, sagst du? Hast du da irgendeine Info oder irgendwie eine Ahnung, wie, wann es da weitergeht? Oder vielleicht auch, wann wird es denn Sinn machen, dass es weitergeht? Ja, das ist halt auch ein schwieriges Thema, wenn du dir die ganzen Talkshows anschaust, Markus Lanz etc. und die ganzen Virologen anhörst, dann wird ja im Endeffekt dir gesagt, dass es erst Sinn macht oder erst möglich ist, wenn es wirklich mal einen Impfstoff gibt. Ob das jetzt so ist, keine Ahnung. Ja, andere Länder machen es jetzt dann vor, da wird man sehen, wie es sich entwickelt. Kroatien, glaube ich, will sich den Partytourismus diesen Sommer nicht nehmen lassen. Man muss dann halt einfach mal schauen, wie sich solche Sachen entwickeln. Man wird wahrscheinlich auch schauen, wie sich in Deutschland dann die Zahlen entwickeln und so, wie es jetzt in den letzten Wochen ja auch gemacht wurde, also sprich Schritt für Schritt so ein bisschen zu lockern, so wird es dann, denke ich, irgendwann weitergehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann halt irgendwann losgeht, was weiß ich, mit Besucherzahl 100, dann vielleicht irgendwann mit Besucherzahl 200, dann 500, dann 1000 und dann irgendwann ganz am Schluss große Veranstaltungen. So in der Art könnte ich es mir vorstellen, wann das so sein wird. Ich meine, das wissen wir alle nicht. Es gibt diesen 31. August, bis dahin ja Großveranstaltungen verboten sind. Da rechnen wir uns als Clubs natürlich so ein bisschen dazu. Klar würde ich mir wünschen, dass es dann am 1. September auch losgeht, aber wenn man versucht, realistisch zu bleiben, dann glaube ich das nicht. Dann schätze ich eher so, dass es 2021 wird. Okay. Ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es eben erst 2021 was wird, muss man ja fast schon traurigerweise damit rechnen, dass das auch viele kleinere Clubs nicht überleben werden, wenn es da jetzt keine größeren Hilfen gibt. Was glaubst du, wie wird sich das jetzt auch auf die Nürnberger Gastrolandschaft oder Club- und Barlandschaft auswirken? Ich glaube schon, dass das eigentlich nahezu alle überleben werden und können, weil die Mieten, die kannst du stunden. Das ist gesetzlich so geregelt. Das wird sicherlich auch weiterhin so geregelt sein für die restliche Nicht-Öffnungsphase. Klar muss man sich dann irgendwann fragen, wie hoch ist der Schuldenberg und macht es dann noch irgendwie Sinn, wirtschaftlich da weiterzumachen. Aber ich gehe davon aus, auch so wie man sich mit anderen Betreibern austauscht, ich glaube, wir werden alle versuchen, durch die Zeit durchzugehen und danach, wie gesagt, mit einem kleinen oder größeren Schuldenberg, wie auch immer. Aber ich glaube, jeder ist gewillt und motiviert, danach weiterzumachen. Ja. Ich habe auch via Social Media gesehen, dass ein paar Clubs so Gutscheingeschichten machen oder irgendwie so Crowdfunding-Aktionen, um jetzt trotzdem halt ein bisschen Einnahmen zu generieren in so einer Zeit. Aber ihr macht das ja nicht. Erzähl mal da, wieso nicht? Oder war das irgendwie mal ein Gedanke von euch, sowas zu starten? Ja, was heißt, wir machen es nicht. Was wir gemacht haben, wir haben fürs Mach 1 Tickets für den Tag 1, haben wir es genannt, verkauft. Was wir jetzt nicht gemacht haben, ist Gutscheine zu verkaufen. Ich meine, im Endeffekt verlagerst du das Problem ja dann dadurch auch nur nach hinten. Ja, klar, du hast dann zwar jetzt vielleicht ein bisschen Geld, das du durch den Verkauf der Gutscheine generierst, aber dann hast halt weniger Geld, das du dann im Nachhinein umsetzt, weil der Umsatz ja schon getätigt ist. Sinn, also im Endeffekt, du verschachtelst das Problem ja nur auf eine andere Stelle. Findest du das generell schlecht gelöst, gut gelöst oder besser gesagt, wie fühlst du dich da als Disco-Chef jetzt auch seitens Regierung, wenn man jetzt auch vergleicht, mit welcher Vehemenz man irgendwie andere Branchen versucht hat, am Leben zu erhalten und um welche Summen es da geht, höre ich auch oft von Leuten aus der Gastrobranche, die dann sagen, wir wurden hier jetzt total im Stich gelassen. Siehst du das auch so oder wie ist da deine Meinung dazu? Das habe ich so gesehen oder das haben wir
so gesehen. Also lange Zeit war es ja so, dass du dem Ganzen aus der Politik nichts entnehmen konntest, wie es denn speziell jetzt mit der Nachtgastro weitergeht. Weil als von Gastronomie gesprochen wurde, ging es dann eigentlich immer fast nur um Hotels und Restaurants, auch so was das Thema Senkung der Mehrwertsteuer betrifft. Das hat sich ja dann auch nur auf die Speisen bezogen. Da hatten wir lange das Gefühl, dass da die Nachtgastro komplett außen vor gelassen wird. Aber jetzt durch diese Überbrückungshilfe, die jetzt ja ansteht, da geht es ja genau um die Branchen, die jetzt weiterhin keinen Umsatz erzielen können. Also sprich genau uns, Clubs, Bars, Eventveranstalter, Messeveranstalter, was auch immer. Alle Branchen, die jetzt weiterhin keine Umsätze erzielen können, die werden jetzt in dieser Überbrückungshilfe berücksichtigt. Und es zeigt mir, dass die Politik das schon ganz klar auch auf dem Schirm hat, dass es da noch Branchen gibt, die weiterhin keine Umsätze erzielen können. Denen wird jetzt auch geholfen und ich gehe davon aus, dass das genauso reibungslos wie bei der Soforthilfe funktioniert. Und deswegen kann man da eigentlich nur dankbar sein, dass es überhaupt diese Unterstützung gibt. Mhm. Ja. Du bist ja sozusagen expandiert seit letztem Jahr und jetzt nicht gerade nach Fürth oder nach Erlangen, sondern du hast einen Club in Chile aufgemacht. Wie kam das zustande? Erzähl mal. Ja, das klingt immer so auf den ersten Moment etwas skurril, auch so, wenn man das irgendjemandem erzählt, dann so, was, wieso Chile und wie kommt es? Also, das klingt halt irgendwie so total bescheuert. Im Endeffekt, wie kann ich das erklären? In kurzen Worten. Los ging es im Endeffekt durch einen Freund von mir, der ist der Liebe wegen nach Argentinien ausgewandert, hat mich dann gefragt, ob man nicht irgendwas zusammen machen könnte, geschäftlich, halt eben in Richtung Gastronomie. Ja, für mich war das immer grundsätzlich eine Option und dann gab es noch einen anderen Freund von mir, der in den USA schon gelebt hat, also schon ausgewandert war, der war auch offen für so ein Projekt, die beiden sind auch befreundet gewesen. Und ja, somit haben wir uns dann für Santiago de Chile entschieden, weil die Stadt, wo er in Argentinien gewohnt hat, die hat sich jetzt einfach nicht angeboten. Das ist eine viel zu kleine Stadt. Santiago de Chile, nur eine Flugstunde entfernt weg. Große Metropole, 6 Millionen Einwohner, coole Stadt, war ich davor auch schon gewesen. Hab so ein bisschen das Nachtleben auch schon gekannt und auch immer das Gefühl gehabt, irgendwie da fehlt was. Da fehlt so ein cooler Club, wie man ihn aus Europa kennt. Ja, und so haben wir dann halt einfach mal gesagt, okay, wir probieren das mal aus, treffen uns da, haben uns dort getroffen, eine Firma gegründet, völlig planlos, haben uns Locations angeschaut, die ersten Immobilienmakler, die haben uns einen Vogel gezeigt und gemeint so, ey, das könnt ihr total vergessen, ihr werdet hier nie eine Lizenz für einen Club bekommen. Aber die Firma war dann schon gegründet und wir haben quasi schon begonnen und dann haben wir halt weitergemacht und mit den Ämtern gesprochen und dann irgendwann eine Zusage für eine Club-Lizenz bekommen und dann noch viele, viele, viele weitere Hürden nehmen müssen. Zum Beispiel auch, als wir dann eröffnet hatten, einen Monat später war die soziale Krise in Chile, wo alle auf den Straßen waren, U-Bahn-Stationen, Busse angebrannt haben, das Militär dann ausgerückt ist, dann gab es eine Woche Ausgangssperre, dann haben wir 2 Wochen in den Club schließen müssen. Also somit, wir kannten jetzt schon, wie es quasi ist, wenn man eine Ausgangssperre hat und seinen Laden nicht mehr öffnen darf. Das kannten wir jetzt schon, das war jetzt gar nichts Neues mehr für uns. Aber das haben wir auch gemeistert und klar, jetzt kam halt Corona und jetzt muss man auch da sehen, wie es danach weitergeht. Ja. Jetzt mal Corona ausgenommen, wie lief's oder wie läuft's drüben? Ja, lief super. Also bis auf die Anfangszeit, also was ich jetzt auch erzählt hatte mit der auferlegten Schließung oder auch so, was man auch zum Beispiel sagen muss, in Chile ist es nicht so wie in Deutschland. In Deutschland eröffnest du einen Club und jeder will dahin, da ist die größte Schlange und jeder will rein. In Chile ist es leider so, da müssen dir erst 5 Kumpels irgendwie sagen, ey, das ist ein cooler Laden, da musst du hin. Und dann erst gehst du hin. Da mussten wir am Anfang ein bisschen dagegen ankämpfen. Das haben wir aber ganz gut hinbekommen. Und haben das zu einem echt angesagten Club entwickeln lassen. Auch viele, viele Promis da, Leute aus dem Fernsehen, Fußballspieler, Nationalspieler auch schon da gewesen. Ich kenne die dann halt nie. Ja. Das ist dann halt immer eigentlich ganz lustig, weil du stehst dann da und jeder so, das ist der und der und der und du hast eigentlich überhaupt keinen Plan davon. Aber ja, also wir haben das auf jeden Fall, wir sind sehr zufrieden damit. Okay. Wie oft fährst du selber oder fliegst du selber rüber oder wie oft warst du dann auch dort?
Aber ich habe jetzt da gar keine konkreten Pläne. Ich war jetzt halt im Endeffekt fast das ganze erste halbe Jahr da. Das hat sich halt auch angeboten von der Eröffnung an bis März. Da musste ich dann auch früher zurück wegen Corona. Es ist halt auch so, dass wenn wir Winter haben, ist da Hochsommer und somit bietet sich das natürlich perfekt an, Da so ein bisschen zu überwintern. Das war für mich natürlich auch eine der Motivationen, dann bei dem Projekt dabei zu sein. Ja, cool. Jetzt werfen deine Läden ja doch den ein oder anderen Euro ab. Wie machst du das generell? Bist du jetzt jemand, der Geld irgendwo investiert, Börse oder irgendwelche Startups, oder bist du dann doch eher jemand, der dann sagt, okay, ich hau das Geld dann direkt in meine Läden, die ich schon habe, und lass da das Geld drin? Ja, genau, im Prinzip so. Also wir haben ja innerhalb weniger Jahre die Läden alle eröffnet, und im Prinzip war es so, dass wir immer gleich mit dem Geld, das wir erwirtschaftet haben, ins nächste Projekt investiert haben. Dann kam ja auch jetzt zum Beispiel das Projekt in Chile dazu, somit sich noch ein bisschen breiter aufgestellt. Aber ja, grundsätzlich fühle ich mich am wohlsten, mein Geld in eigene Projekte investieren. Ja, klar, cool. Bei dir muss man ja auch wissen, du bist ein richtiger Die-Hard-Club-Fan, würde ich mal sagen. Und auch durchaus bekannt für deine, ich nenne es mal, leichten Abneigung gegenüber dem FC Bayern. Und ich habe mir sagen lassen, dass du der stolze Besitzer der Domain scheißfcbayern.de bist. Erzähl mal da ein bisschen dazu. Ja, da muss ich vielleicht in meiner stark geprägten Kindheit ausholen. Und zwar da, wo ich aufgewachsen bin, in Oettingen. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem was sagt. Das ist zwischen Nürnberg und Augsburg, wo das bekannte Oettinger Bier herkommt. Ich wollte es gerade sagen, ne? Das sagt das vielleicht Bier dem einen oder anderen was. Auf jeden Fall, da bin ich aufgewachsen und war so gefühlt der einzige Clubfan unter Hunderten von Bayern-Fans. Und dann war es halt immer so, du kommst montags in die Schule und Club hat verloren, Bayern hat gewonnen, und da gab es halt den nächsten Seitenhieb so, und das Woche für Woche. Und so hat sich halt so eine leichte Abneigung gegen den FC Bayern bei mir entwickelt. Ich hoffe, ich trete jetzt da kein Bayern-Fan zu sehr auf den Schlips. Ich habe dann irgendwann einfach aus Spaß irgendwann mal gesehen, so, diese lustige Domain, scheißfcbayern.de, die ist noch frei. Ach, lass dir die mal sichern. Und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, jetzt hast du die seit 2 Jahren und da ist kein Inhalt. Und dann habe ich irgendwie mal Kumpel beauftragt, da eine Seite zu programmieren. Dann haben wir was online gestellt, aber da steht jetzt kein großes Engagement dahinter. Das ist auch lange Jahre her, war nur ein Spaß, und falls jemand Interesse hat an der Domain, kann er sie günstig erwerben. Okay, ja, cool. Ja, speaking of Club, ist ja eine absolut enttäuschende Saison für einen Club, und jetzt steht morgen ja auch das Derby gegen die Fürther an. Also als kurze Info, wir nehmen das jetzt hier gerade am Freitag auf, und wenn die Folge am Sonntag online kommt, ist das Spiel schon rum. Kannst du dir da erklären, was da los ist? Naja, für einen Club wäre es, muss man ja sagen, besser gewesen. Die Saison wäre nicht fortgesetzt worden oder abgebrochen worden zum damaligen Tabellenstand. Ich meine, der Club hat leider nur zu verlieren jetzt. Da muss man eigentlich nur hoffen, dass wir nicht absteigen. Jetzt, was das Derby betrifft, klar. Ich hoffe, dass am Sonntag dann, wenn jetzt das hier gehört wird, dass wir da gut davongekommen sind, dass wir da hoffentlich gewonnen haben. Aber ansonsten, ich kann es mir überhaupt nicht erklären. Ich meine, der Club hat eigentlich, was die Namen betrifft, eine starke Mannschaft, wo man niemals im Tabellenkeller der zweiten Liga stehen dürfte. Im Gegenteil, man müsste eigentlich oben mitspielen. Für mich unerklärbar. Ja. Olli, letzte Frage. Wenn du die Wahl hättest, feiern gehen in einem deiner Läden, wo feierst du am liebsten? Ich mag alle unsere Läden. Klar, das Mach 1 ist natürlich so eine Herzensangelegenheit, weil einfach schon viele, viele Jahre, aber ich mag, wie gesagt, eigentlich alle Läden. Ich feiere sehr gerne im Gemein und Gefährlich. Das ist einfach für mich eine sehr entspannte Atmosphäre dort. Aber am liebsten mag ich es eigentlich, mich so von Laden zu Laden treiben zu lassen durch den Abend. Ja, cool. Ja, Olli, vielen Dank für deine Zeit und die interessanten gerne. Einblicke. Danke dir. Ja. Hoffe natürlich, dass der Clubbetrieb bald wieder losgeht, und wünsche dir natürlich auch weiterhin alles Gute.
Und an euch Hörer da draußen, 10 Folgen haben wir jetzt bereits hinter uns und ich möchte an dieser Stelle nochmal ein ganz dickes Dankeschön an euch richten. Die Streaming- und Abo-Zahlen sind weitaus höher als das, was wir uns davor ausgerechnet haben. Deswegen freuen wir uns natürlich sehr, dass dieses Format so viel Anklang bei euch findet. Deswegen vielen Dank dafür. Falls ihr doch neu dabei seid und keine weitere Folge verpassen wollt, abonniert den Podcast oder folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Channeln unter Rund um Nürnberg. Hoffe, wir hören uns nächsten Sonntag wieder zu Run Nummer 11. Bis dahin, ciao.